Einen wunderschönen guten Morgen. Ich stehe hier am Parkplatz P5 im Gaistal und es soll heute auf den hinteren Rheintalschroffen gehen. Ja, bin mir noch nicht ganz sicher, ob es klappt, weil es hat jetzt geregnet und oben liegt Schnee. Ich werde auf jeden Fall die Tour starten. Also kommt mit. Ich hätte den Weg auch weiter links nehmen können, also am Parkplatz. Der andere Weg hat den Vorteil, dass man über die Hemmermoosalm da vorbeikommt. Was mir jetzt egal ist, weil ich da eh nicht einkehren werde. Ja, an dieser Stelle sieht es so aus, als wenn der Weg hier geradeaus weitergeht. Aber wir müssen ja zweimal den Weg halten. Ja, der hintere Rheintalschroff muss irgendwo da hinten sein. Jetzt verdeckt. So, das ist jetzt die Stelle, wo es zur Hemmermoosalm abzweigt. Und wir gehen aber den Weg weiter. So, wir zweigen jetzt hier ab zur Rotmoosalm. So, von da sind wir jetzt gerade gekommen. Und hier geht es jetzt weiter. So Leute, ich stehe hier jetzt direkt vom Teufelsgrat am der hintere Rheintalschroffen, mehr auf der linken Seite. Also hier irgendwo da drüben muss er sein. Und wir gehen jetzt hier den Weg weiter. Darum und müssen jetzt auf das Joch hier rauf, wahrscheinlich da vorne, und dann gehen wir ein Stückchen weiter durch und dann geht es rechts hoch. So, wenn man an dieser Stelle steht, könnte man jetzt hier den Weg weiter folgen, hier hoch. Ja. Man kann aber auch hier direkt weitergehen und aufsteigen. Ja, und das werde ich jetzt machen. So, von da unten bin ich gekommen, bin jetzt hier hoch gelaufen und drüben das Joch, das ist mein nächstes Ziel. Man kann hier in die Querung gehen, aber ich werde jetzt versuchen hier aufzusteigen einfach mal und dann gehe ich einfach oben links. Ja, von da führt der eigentliche Wanderweg von der Rotmoosalm hoch. Ich bin jetzt von da drüben gekommen und hier den Berg hoch. Man hätte auch unten auf den Weg stoßen können und dann hier auf das Joch laufen können. Und der weitere Wegverlauf ist so, dass man hier jetzt aufsteigt und dann rüber traversiert. Und da vorne, da ist schon ein Durchschlupf zu erkennen. Da sind ein paar kleine leichte Kletterstellen zu sehen und dann geht das schon rauf. Und dann kann man rechts hochlaufen. So, der letzte Wegweiser. Und jetzt geht es hier einfach direkt nach oben.
So, ich bin jetzt fast oben angekommen an der Felswand. Man sieht hier schön die ersten Schuttbänder, wo ich rüber muss. Die quere ich jetzt und dann suche ich mir da vorne den Anstieg. Das hier könnte auch ein Durchschlupf sein. Aber ich gehe jetzt hier noch ein Stückchen weiter. Ja, ich kletter jetzt hier kurz ab und dann geht es gleich wieder nach oben. Ja, die Felsen hier, die Querung, die habe ich jetzt hinter mir. Und es geht jetzt hier weiter. Ja, ich bin jetzt hier rübergequert. Über mehrere Blöcke bin ich rüber. Es waren verschiedene Einstiegsmöglichkeiten da, aber ich habe sie alle nicht ausprobiert, weil ich einen GPS-Effekt dabei habe. Und stehe jetzt hier an dem Punkt, wo es von unten so ein mehr oder weniger erkennbarer Pfad hochgeht, Schuttband. Aber es sieht schon so danach aus, als wenn da unten Spur wäre. Und hier scheint es jetzt weiter zu gehen, um den Felsen herum. Ja, hier sind überall Spuren zu sehen. Die Frage, ob das Gänse sind oder Bäckier. Aber ja, schauen wir mal weiter. Ja, ich bin jetzt an einem großen Kessel hier angekommen. Da geht es jetzt durch. Jetzt müssen wir mal schauen, wie der weitere Weg ist. So, ich bin jetzt von da unten hochgequert und klettere jetzt hier den Felsen hoch. Die Kletterstelle ist einfach, also ein Fluss vielleicht, aber nicht mehr. Und dann geht es hier hoch und da haben wir hier schon wieder Gehgelände vor uns. So, von da komme ich jetzt. So schaut es hier aus. So, wenn wir vor dieser Felswand stehen, dann geht es rechts herum, hier hoch und da durch die Felsen durch. Ja, hier müssen wir kurz mal rüber traversieren. So schaut der Weg aus von unten. Ja, mittlerweile bin ich im Schnee angekommen. Ich stehe jetzt hier vor einer Wand und ich würde jetzt hier rechts rüber die Bänder queren und dann da rechts herum aufsteigen wieder. Ja, von da drüben bin ich jetzt gekommen. So sieht der Weg weiter aus. Also ich werde jetzt hier wieder aufsteigen. Ja, weit ist es doch noch zum Gipfel. So, es geht jetzt direkt rauf auf den Grat. Sieht sich schon wieder zu. Eigentlich bin ich am Grat angelangt, weit ist es immer. Da vorne ist schon der Grat. Ja, den Grat haben wir jetzt erreicht. Von oben. Wir sind jetzt direkt auf dem Teufelsgrat. Schön. Freut mich.
Wahnsinn. Gar nicht mal so ohne, jetzt mit der Schneeauflage hier rüber zu kommen. Also ohne Schnee ist es mit Sicherheit einfacher, aber jetzt mit Schnee ist es wirklich eine Tour für sich. Ja Leute, jetzt zieht hier gerade noch dazu. Ich werde mich jetzt auch wieder gleich auf den Abstieg machen. Ich will hier keine Zeit verlieren. Und sehen, dass ich hier wieder sicher runterkomme. Nach unten. Ich werde jetzt meinen Spuren in Schnee erstmal hinterherlaufen. Das sollte nicht allzu schwierig sein zu finden. Aber es hat wirklich Spaß gemacht hier oben. Also das ist wirklich eine tolle Umgebung.
Steilstück habe ich jetzt überwunden. Jetzt geht es hier so rüber und dann runter. So, nochmal der Weg, der zurückgelegte Weg jetzt von oben. Und hier sieht man das schon, es geht hier jetzt so runter, runter und da unten auf dieses schneebedeckte Band. Da müssen wir wieder hin. Und dann geht es wieder rechts rum in den Kessel. So, jetzt müssen wir hier durch und danach geht es rechts rüber. Also, wir queren jetzt darüber und dann sollte der Weg eigentlich wieder zu sehen sein. Es ist wieder schön, die eigenen Fußabdrücke zu sehen hier im Schnee. Das heißt, dass wir richtig sind. Von da sind wir jetzt runtergekommen und dann sind wir hier rüber gequert, hierher. Und da drüben war dieses große Schneefeld mit, ja, dass man so wirklich gut gesehen hat, dass markant war. Da geht es dann nicht runter, sondern man muss halt einmal diese Traverse machen, um wieder auf den richtigen Weg hier zu kommen. Da drüben ist die Rotmoosalm so nah, zum Greifen nah. Und ich muss noch durch diesen Irrgarten durch hier. So Leute, da oben war die Querung, dann das Schneefeld, was ich jetzt gegangen bin. Auf diesem Fels hier vorne schaut man die ganze Zeit, der ist markant. Und da muss man einfach dran vorbei und hier jetzt direkt runter. Diese Gröllbänder, die Rinne hier nebenan, die gehe ich jetzt nicht. Ich gehe hier direkt runter. Von hier oben bin ich jetzt runtergekommen. Jetzt kann man sich überlegen, ob man hier rechts runter geht oder hier links runter und da quert. Ich glaube, hier ist es linksrum, ist einfacher. Von da seid ihr gekommen jetzt. Und hier geht es jetzt dann weiter nach unten. Also erstmal an den Felsen entlang und dann an dem Felsen, der da vorne ist, rechts vorbei. Im Grunde genommen muss man sich immer den Weg des geringsten Widerstandes suchen hier. Dann ist man richtig. Ich bin jetzt hier wieder an dieser großen Wand angekommen. Von da drüben sind wir gekommen, haben hier gequert und gehen jetzt hier einfach an den Felsen längs und nehmen hier diesen Durchschlupf. Und das war's jetzt hier schon, wieder mit dem Klettern. Jetzt geht's hier runter. Ich bin jetzt schon wieder am Ausstieg hier, das ist, oder am Einstieg, das ist so diese Einstiegsschlucht, die hinter einem Felsen hier liegt. Und zwar muss man hier rum. Man kann hier eigentlich nicht reinschauen von der Rotmoosalm. Man muss quasi hier rüber queren und dann kommt man automatisch in diese schöne Schlucht rein. Ich filme sie erst nochmal, damit ihr euch sie merkt, gut einträgt. Es ist wichtig, dass ihr hier aufsteigt und nicht früher. Was ist noch zu sagen? Also es gibt keine Markierung, keine Steinmänner, vielleicht ein paar angedeutete mal, aber ich habe jetzt vielleicht einen Steinmann unterwegs gesehen. Von der Orientierung her ist es auch nicht ganz einfach. Also ich empfehle hier auf jeden Fall einen GPX-Track dabei zu haben. Das lohnt sich auf jeden Fall. Gerade wenn man dann im Abstieg ist und dann diese Querung macht an der richtigen Stelle. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Gerade auch wenn hier Wolken aufziehen. Dann kann man sich hier verlaufen und das muss ja nicht sein. Vom Kletterschwierigkeitsgrad her, ja, ist es vielleicht gerade mal eine 2, mal ganz kurz an einer oder zwei Stellen. Aber sonst bewegt man hier sich überwiegend im Gehgelände, Einsergelände, Gehgelände. Das kennzeichnet eigentlich so die Tour. So, und wir gehen jetzt hier um die Ecke herum und dann, ja, sehen wir schon den Weg, wie es weitergeht. So, und schon ist man hier ausgestiegen. Also, bis hierhin muss man laufen und dann muss man da um die Ecke nur rum, um in die Schlucht zu kommen. So, und ich suche mir jetzt hier den Weg durch die Bänder durch und fähre dann rüber und gehe dann noch mal darüber. Da drüben ist die markante Gärenspitze, schön zu sehen hier. Toll. Hohe Munde liegt direkt vor einem, die Nordseite.
Da soll es auch Leute geben, die fahren da mit Ski runter. Ja, und hier die Mimminger Kette. Ein Traum. Zurück muss ein. Da geht's da lang. Ist das nicht eine tolle Aussicht hier? Blick direkt auf die Hohe Munde. Also, Wahnsinn. Oh, das ist ein schönes Plätzchen hier. Ich sitze jetzt hier auf der Rotmoosalm, habe noch eine gute Stunde bis zum Auto, aber möchte hier jetzt nur mal was zur Tour sagen. Und zwar, was ist wichtig für die Tour? Also auf den hinteren Rheintalschufen, wenn ihr die gehen wollt, ist Orientierung eigentlich das Hauptthema, da es keine Markierung oder Steinmänner gibt. Also ihr müsst den Weg wirklich selber suchen. Deshalb habe ich in dem Video versucht, die markanten Punkte möglichst gut zu zeigen, damit ihr Orientierungspunkte habt. Der Wettersteinkamm hier auf der Seite ist ja südlich ausgerichtet. Man kann die Tour auch noch spät im Jahr gehen. Im Hochsommer würde ich sie nicht machen, weil dann verbrennt man quasi auf dem Grat. Aber jetzt zur kühlen Jahreszeit ist es eigentlich genau richtig. Oben lag schon Schnee, da muss man ein bisschen aufpassen. Also es war gar nicht ohne, da oben zu gehen. Und man musste wirklich aufpassen, dass man nicht abrutscht und irgendwo da runtersegelt. Kletterei, es ist sehr viel Gehgelände dabei. Einserkletterei, vielleicht zwei Stellen im zweiten Grad, kurze Stellen wirklich. Also, und die Kletterstellen sind nicht ausgesetzt. Oben auf dem Grat ist es natürlich ausgesetzt. Also das muss einem natürlich jedem klar sein. Das hat man auch im Video gesehen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus. So, sehen, dass wir heimkommen. Auf geht's zum Parkplatz. Ach, wir gehen jetzt hier den Weg runter. Schauen wir, dass wir Höhenmeter verlieren. So, Parkplatz, Salzbach. Da geht's runter. Schlimmer als ein Wetterstein. Eine Viehleiter ist das. Schaut mal den Mond über der Hohen Munde. Richtig schick. So, ich muss jetzt sehen, dass ich das Auto tue. Das Licht wird immer weniger. So Leute, nicht vergessen, ausschalten. Die Tour ist jetzt wirklich zu Ende. Also. Ciao, servus.